Heute ist der 8. Mai 2016. Der ist unglaublich. Da stelle ich ein Video ein von Margot Honecker, dass sie gestorben ist, worüber sich eigentlich fast jeder Mensch in Deutschland auf der Welt freuen sollte, und werde dafür noch kritisiert. Was zur Hölle ist daran schlimm, wenn man einen in dreifachen Anführungszeichen Menschen wie Margot Honecker kritisiert, wenn man das DDR-Regime kritisiert? Das ist doch richtig krank. Da kommen mir solche Reaktionen. Der Typ hier ist einer meiner ältesten Abonnenten und schreibt so eine Kritik. Ist das nicht krank? Der Typ steht sinnbildlich ganz, ganz unten auf meiner Abonnentenliste, weil er zumindest der älteste sichtbare Abonnent ist, den ich habe. Irgendwie sinnbildlich, aber er war nicht mal lange Abonnent, beziehungsweise wird er dann heute gesperrt von mir, weil so einen Dreck brauche ich nicht. Wie kann man denn sowas schreiben? Ich meine, ich kritisiere völlig zu Recht Margot Honecker, unter der haben Tausende von Menschen gelitten. Weil die hat ja im Hintergrund die Fäden gezogen, manchmal noch mehr als ihr Mann. Margot Honecker ist eine der letzten Abschäume, die es je auf dieser Welt gegeben hat. Und dann wird hier geschrieben, aufgrund meines Videos, dass es keine Meinungsfreiheit mehr ist, dass das Schmähkritik wäre. Und ja, dann sollen mich halt die Angehörigen anzeigen. Das kann denen ja egal sein. Und weiter werde ich kritisiert, dass es halt kindisch wäre. Ah ja, na klar, natürlich. Sind natürlich wieder krasse Gegenargumente. Ich meine, es ist nicht so, dass ich dünnhäutig wäre, aber es ist halt einfach erstaunlich, die große Dummheit in Deutschland. Also das sieht man vor allem bei meinen Niklas Feierabend-Videos. Da kam bisher kein einzig richtiges Argument, eigentlich gar keins. Immer nur du Hurensohn und ja, der ist nicht zu Recht gestorben und das war ein toller Mensch und ich kannte ihn persönlich. Vor allen Dingen solche Argumente, solche, die schreiben mir dann unter diesem Niklas Feierabend-Video. Er ist nicht verdient gestorben, ich kannte ihn persönlich. Wow, was soll mir das denn sagen? Was interessiert mich das denn, ob ihr den persönlich kanntet? Vor allem, er war ein guter Mensch. Ja, vielleicht bis zu dem Unfall. Aber er hat sich besoffen. Und wenn er nicht besoffen war, er war zumindest nicht angeschnallt. Und das steht definitiv fest. Und nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, gerade wenn er nicht besoffen gewesen ist, hätte er merken müssen, dass der Fahrer extremst besoffen war. Hat sich aber trotzdem zu dem ins Auto gesetzt und zugelassen, dass dieser besoffene Fahrer gefahren ist. Also Niklas Feierabend war so oder so ein Untermensch. Durch die Aktion, dass er in dieses Auto gestiegen ist, egal ob er besoffen war oder nicht. Unglaublich. Und abgesehen davon, das ist ganz wichtig. Ja, das gilt an alle AfD, Pegida und überhaupt an alle sonstigen Deutschen gilt das. Ihr fordert Integration von sogenannten Migranten und Flüchtlingen. Dabei ist der Großteil der Deutschen selber nicht integriert. Weil unter Integration versteht man ja eigentlich, dass man sich an Gesetze hält. Das fordern die ganzen beschissenen Deutschen ja immer von Ausländern. Das Problem an der Sache ist, dass die Deutschen sich selber nicht an alle Gesetze halten. Wie oft blinkt ihr mit eurem gottverdammten beschissenen Auto auf Supermarktparkplätzen? Zumindest da, wo die StVO gilt. Und die gilt auf vielen Parkplätzen. Blinkt ihr erstmal, wenn ihr da reinfahrt? Blinkt ihr dann, wenn ihr auf dem Parkplatz fahrt? Das müsst ihr. Blinkt ihr mit eurem Auto, wenn ihr den Parkplatz verlasst? Das macht niemand, wirklich niemand, nicht mal irgendwelche beschissenen Rentner. Ja, ihr müsst es aber machen. In der Fahrschule habt ihr es doch auch gemacht und eurem Fahrlehrer versprochen. Nicht mal diese gottverdammten beschissenen Fahrlehrer machen das. Ich wette, kein Fahrlehrer blinkt beim Rein- und Rausfahren auf einen Supermarktparkplatz und auch keine gottverdammten asozialen Polizisten. Also was zur Hölle läuft denn hier schief? Und ihr fordert, dass andere sich an Gesetze halten sollen, sogenannte Ausländer. Wenn ihr euch selber nicht an Gesetze haltet, ach, das sind nur banale Dinge, ja, ihr habt es ja in der Fahrschule gelernt, ihr müsst es machen. Ja, aber ist egal, wenn man es in der Vorschule gelernt hat. In der Praxis kann man da schon mal drüber hinwegsehen. Ja, klar, hab's zum Fahrlehrer versprochen, aber das ist ein Hauptproblem, dieses Blinken. Hauptproblem ist auch, dass zum Beispiel viele Polizisten das Blaulicht missbräuchlich einsetzen. Wegen jeglicher Banalität machen die das an. Dürfen sie aber nicht. Und nur weil jemand kommt und sagt, hier, hier hat mir jemand ein Blumenbeet gestohlen,
stellen sich Polizisten einfach überall hin, wo sie wollen. Also ein Halteverbot und so weiter, das dürfen die auch nicht. Das können die machen bei Gefahrenverzug oder bei schwerwiegenden Straftaten, aber nicht bei irgendwie kleinsten Dingen. Ja, und wenn halt ein Blumenbeet gestohlen worden ist, also ein Blumentopf oder so, dann ist das Unterschlagung oder Diebstahl. Das rechtfertigt nicht, dass die Polizei sich hinstellt, wo sie will, macht sie aber. Ja, weil kann eh keiner was machen. Wenn man daraufhin die Polizei oder das Ordnungsamt rufen würde, die würden sich totlachen, ja, würden beide noch alle zusammen Bier trinken und sagen, was will der Typ hier von uns? Die Deutschen sind mit das asozialste und dümmste und dreckigste Volk, was es überhaupt gibt. Nicht alles, klar, aber fordern, regen sich auf, meckern, sind aber selber nicht besser. Ich war das in der Vergangenheit auch nicht, bin ich aber jetzt seit einiger Zeit. Das regt mich am meisten auf, diese unfassbar dreckigen, dummen Heuchler. Haltet euch selber erstmal an alle Gesetze. Ja, das ist mit dem Blinken, das ist mit Zigarettenkippen, die ihr einfach sehr gerne mal irgendwo hinschmeißen und nicht da, wo sie hingehören. Was weiß ich, das auf den Boden spucken, Kaugummi auf den Boden spucken und so weiter. Ja, und dann natürlich noch schlimmere Taten wie, halt, was weiß ich, Körperverletzung, Bedrohung und so weiter. Die allermeisten Deutschen sind selbst nicht integriert. Nehmt echt, ey, das deutsche Leute sind echt so krank.